Liebe Geschwister, der Prophet war eines Tages auf einer Reise unterwegs. Und ihr wisst, Reisen ziehen sich in die Länge. Und so fragte er den Kameltreiber: Hal ma'aka min shi'ri Umayya tabni Abi Salt? Hast du etwas von der Dichtung von Umayya ibn Abi Salt? Und der Kameltreiber, er sagte ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er forderte ihn auf, etwas von der Dichtung vorzutragen. Und so wurde ihm vorgetragen eine Strophe. Und er stoppte, der Kameltreiber. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam forderte ihn nochmal auf. Hi, ja, so auf. Und er rezitierte nochmal eine Strophe und stoppte. Und wurde nochmal aufgefordert. Hi, und er rezitierte nochmal eine Strophe. Bis er 100 Strophen von dieser Dichtung vortrug. Warum hat er sich geschämt, möglicherweise? Vielleicht lese ich das auch rein, aber warum hat er nur ja gesagt? Warum hat er immer wieder nur, ja, diesen langsamen Start, immer nur eine Strophe, Stopp, Strophe, Stopp, Strophe, Stopp? Möglicherweise, weil der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, wie es im Sahih von Imam Muslim festgehalten ist, dass es besser ist, dass man seinen Bauch mit Erbrochenem füllt, als dass man sich mit Dichtung füllt. Das hat ihn wohl abgeschreckt. Aber hier haben wir ja einen Kontext, der uns zeigt, dass solange diese Dichtung gut ist, man sie sich anhören darf. Solange diese Dichtung gut ist, man sie auch auswendig lernen darf. Ich möchte aber auf etwas anderes hinaus, liebe Geschwister, nämlich der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war sich seiner Umwelt bewusst. Er wusste, was um ihn herum passierte. Er kannte seine Gesellschaft. Er wusste, wer Einfluss auf die Gesellschaft hat. Und Umayya, er war kein Muslim gewesen. Er lebte zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet sagte auch sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tod, fast wäre er Muslim geworden. Aber wisst ihr, was ihn abgehalten hat? Hochmut. Weil er hatte schon einigen Frauen gesagt, dass er wahrscheinlich der erwartete Prophet ist. Und dann wurde es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das hat ihn davon abgehalten, den Islam anzunehmen, obwohl er sehr nah dran war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er ehrte diesen Dichter in gewisser Weise, als er sagte, das wahrste Wort, was jemals ein Dichter verfasste, ist denn außer Allah nicht alles nichtig? Also alles außer Allah ist nichtig. Ja, und dies gab der Prophet weiter, sallallahu alaihi wasallam, als bestes Wort, was jemals von einem Dichter kam. Ala kullu shay'in ma khala Allah batil. Ist denn nichts, ist denn alles außer Allah denn nicht nichtig? Er war sich also bewusst, liebe Geschwister, wer in seiner Gesellschaft einen Einfluss hat. Heute möchte ich über eine Person sprechen, die für das Jahr 2017 von einem bekannten, einflussreichen Magazin, vom Time Magazine, zu den 100 einflussreichsten Personen dieses Jahres zählt. Eine Person, die schon auf dem Sports Illustrated, auf einer wichtigen Sportzeitschrift, auf dem Titelblatt war. Eine Person, die knapp 6 Millionen Likes auf der Facebook-Page hat. Ein MMA-Kämpfer namens Conor McGregor. Über ihn möchte ich heute sprechen. Unzweifelhaft ist er ein guter Kämpfer. Er hält gerade ein bis zwei Titel in seiner Organisation. Ich möchte aber auf einige Verhaltensweisen eingehen dieser einflussreichen Person. Sie wurde übrigens als Pionier, in der Kategorie Pionier, ja, zu den 100 einflussreichsten Personen aufgezählt. Aufgrund der Wirkung, ja, der medialen Wirkung dieser Person. Er kommt ursprünglich aus Irland. Deswegen verwunderte es mich umso mehr, bei der Recherche festzustellen, dass er
für seinen Kulturkreis, abgesehen davon, dass es auch aus islamischer Perspektive dasselbe darstellt, starke Gotteslästerung betreibt. Starke Gotteslästerung betreibt. Er sagte, dass er sich mit Jesus, Isa alaihi salam, gut verstehen würde, denn Götter würden Götter anerkennen. Götter würden andere Götter anerkennen. Und er wurde auch gefragt, wer denn gewinnen würde in einem Kampf, er oder Jesus, Isa alaihi salam. Und er sagte auf eine Art und Weise, die ich hier nicht wiedergeben kann und möchte, dass er ihn besiegen würde. Ja, und das ist gemäß seines Kulturkreises, ja, gemäß seiner zumindest kulturell vererbten Religion natürlich, gotteslästerlich. Ja? Und diese Person schafft es zu dieser weltlichen Ehrung, zu den einflussreichsten Personen der heutigen Zeit zu zählen. Und das, was er sagt, liebe Geschwister, erinnert an die Worte Pharaos. Seine Worte sind festgehalten. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. Und der Pharao, er sprach: O ihr führende Schar, o Elite dieses Landes, ich sehe für euch keinen anderen Gott außer mir. Ich sehe für euch keinen anderen Gott außer mir. Und er sagte auch, wie es im Koran festgehalten ist, in der Surat An-Nazi'at, die 79. Sure, Ana Rabbukumul A'la. Er sprach auch, ja, ich bin euer höchster Herr. Das kann passieren, liebe Geschwister, ja, wenn jemandem zu viel Erfolg gegeben wurde. Er steigt ihm in die Birne und macht ihn verrückt. Und gleichzeitig disrespektvoll gegenüber seinem Kulturkreis oder gegenüber anderen Völkern, Kulturkreisen, Religionsgemeinschaften. Denn dies ist natürlich weder für Christen noch für Muslime, ja, noch für einen jeden, der das friedliche Miteinander irgendwo zwischen den verschiedenen Gemeinschaften auf dieser Erde schätzt, akzeptabel, dass jemand so etwas sagt. Ja, es gibt andere Arten und Weisen, wie sich ein Kämpfer ein bisschen in Stimmung reden kann oder ein bisschen, man sagt dazu, Trash-Talk machen kann, ohne dass man diese Ebene der Religion betritt. Weiter, liebe Geschwister, sagte er in Bezug auf seinen Erfolg: There's no talent here, this is hard work. This is an obsession. Talent does not exist, we are all equal as human beings. You could be anyone if you put in the time. You will reach the top, and that is that. I am not talented, I am obsessed. Ja? Das hat nichts mit Talent zu tun, das ist harte Arbeit. Das ist eine Obsession, eine Besessenheit. Talent existiert nicht. Wir sind alle gleich als Menschen. Du kannst alles werden, wenn du die Zeit investierst. Du wirst die Spitze erreichen. So ist das. Ich bin nicht talentiert, ich bin besessen. Auch diese Worte, liebe Geschwister, erinnern an eine Figur im Koran erwähnt, wieder zur pharaonischen Zeit, diesmal Qarun, ein Reicher aus dem Volk Musas, der Bani Israel, der allerdings dem Pharao dienlich war, der so reich war, dass Allah Ta'ala ihn damit beschreibt, dass die Schlüssel zu seinen Schatzkammern nicht von einer Gruppe von starken Männern tragbar gewesen wäre. Oder nur von einer Gruppe von starken Männern tragbar gewesen wäre. Das heißt, wir reden hier nur von den Schlüsseln. Ja, wir reden hier nicht von den eigentlichen Schätzen. Subhanallah. Und was sagte er? قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي. Er sagte, dass mein Reichtum wurde mir ausschließlich aufgrund meines Wissens gegeben. Ja? Wie Conor McGregor vorher gesagt hat, ausschließlich aufgrund meiner Arbeit, die ich reinstecke, aufgrund meiner Besessenheit, nicht aufgrund von Talent. Ja? So ähneln sich diese Aussagen, so gleichen sich diese Aussagen zwischen beiden. Und subhanallah, in der Zeit von Qarun gab es zwei Gruppen,
die es auch zu jeder Zeit geben wird in Bezug auf Menschen, die weltlich gesegnet sind. Die weltlich gesegnet sind. Ja, und wir reden hier von zwei quasi religiösen Gruppen. Beide anerkennen Allah Ta'ala und seine Propheten, wobei die einen eine große Herzensschwäche haben und die anderen stark in ihrer Religion sind. Die Schwachen, قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Und es sprachen diejenigen, die das weltliche Leben begehrten, die das weltliche Leben begehrten. O, hätten wir nur das, was Qarun gegeben wurde. Er ist wahrlich ein glücklicher Mensch, ein Mensch, der sich glücklich schätzen darf. Und diejenigen, liebe Geschwister, die in ihrer Religion gefestigt sind, sie sprachen: وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ. Und es sprachen diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, die fest verankert waren in ihrem Wissen. Wehe euch, der Lohn von Allah ist besser für diejenigen, die Iman haben und Gutes tun. Und dies erreichen allerdings nur diejenigen, die geduldig sind. Diese Standhaftigkeit, liebe Geschwister, im Angesicht einer weltlichen Verführung. Und sei es, dass man dem Herzen verbieten muss, etwas Weltliches zu begehren oder zu begehren, wie eine andere Person zu sein, die kein wahres Gut gegeben bekommen hat. Qarun hat, wie er im Koran beschrieben wird, er hat keine wirklich wertvollen Gaben gehabt, keine gute Beziehung zu Allah Ta'ala. Ja, es wird auch nicht erwähnt, dass er in irgendeiner Form wohltätig war. Im Gegenteil, dass er quasi einen Verrat auch ausübte an Musa a.s. und an seinem eigenen Volk. Ja? Das heißt, manchmal muss man seinem Herzen verbieten, sich, ja, dass es sich wünscht, wie eine andere Person zu sein, obwohl diese nichts wirklich Wertvolles bekommen hat. Und das ist eine große Verführung. Weiter, liebe Geschwister, etwas, was auch verbreitet ist in der heutigen Jugend. Deswegen spreche ich darüber, liebe Geschwister. Conor McGregor beleidigt auch seine eigenen Eltern. Wie beleidigt er seine eigenen Eltern? Gemäß den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das ist, und dieser Hadith ist ein authentischer Hadith in Bukhari festgehalten, dass es zu den größten der großen Sünden zählt, seine eigenen Eltern zu verfluchen. Zu verfluchen. Und die Prophetengefährten, sie waren verwirrt, weil sie kannten das, ja, dass man die Eltern anderer beleidigt aus ihrer Gesellschaft, nicht aus ihrem Alltag. Sie sagten: O Gesandter Allahs, erzähle uns, berichte uns, wie kann man seine eigenen Eltern verfluchen? Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, yasubbu rajulu aba rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummah. Dass jemand den Vater oder die Mutter eines anderen beleidigt und diese Person reagiert dann und beleidigt ebenfalls den Vater und die Mutter von demjenigen, der damit angefangen hat. Ja, und auch das, wie gesagt, ist etwas, was Conor McGregor gerne getan hat und gerne tut, nämlich die Eltern anderer beleidigen, indem er beispielsweise sagt, dass er der Vater eines seiner Gegner ist. Subhanallah, was sehen wir hier? Die Verkörperung von Wahnsinn, übersteigertem Hochmut, Arroganz, Rechte wegnehmen von anderen, Selbstüberschätzung, Selbstverliebtheit. Ja, und das sind Eigenschaften, die sind weit verbreitet, liebe Geschwister in der Gesellschaft. Ansonsten würde er nicht diese Anerkennung bekommen. Dieselbe Anerkennung hätte er nicht in den geehrten Zeiten innerhalb einer islamischen Gesellschaft bekommen oder in den geehrten Zeiten einer christlichen Gesellschaft bekommen oder irgendeiner auf Moral aufbauenden, auf universellen Werten aufbauenden Gesellschaft. Hätte er niemals bekommen. Aber er wird gefeiert. Warum? Weil Leute
sich selbst in ihm sehen und sagen, so wäre ich gerne. Ich habe diese und jene Eigenschaft, aber er hat es eben vervollkommnet. Ja, dieses prahlerische Auftreten, ja, diesen weltlichen Erfolg. Weiter, liebe Geschwister, sollen wir gerade vor dieser Eigenschaft gewarnt sein. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass keiner das Paradies betritt mit einem Stäubchen an Hochmut. Und die Sahabis wollten diese Aussage sofort in ihrem Alltag umsetzen. Und sie fragten, o Gesandter Allahs, aber jeder von uns mag es mit einem schönen Gewand, ja, mit einem schönen Gewand unterwegs zu sein. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, das ist damit nicht gemeint. Und er sagte, inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Denn Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Aber damit ist gemeint, Hochmut ist, dass wenn man das Recht oder die Wahrheit verleugnet, ja, andere, die Rechte anderer nimmt und die Menschen geringschätzig betrachtet. Du musst noch nicht mal etwas sagen, noch nicht mal etwas Falsches tun, allein dein Blick auf andere, dein abschätziger, herablassender Blick auf andere, liebe Geschwister, das ist bereits die Definition von Hochmut von unserem Gesandten, dem Geliebten, sallallahu alaihi wasallam. Und diese Eigenschaft ist brandgefährlich. Hochmut ist brandgefährlich, weil man dadurch nicht ins Paradies kommt. Allah Ta'ala sagt im Koran, La jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'alinuna innahu la yuhibbul mustakbirin. Unzweifelhaft kennt Allah, was sie verbergen und was sie kundtun. Und Allah liebt die Hochmütigen nicht. Und er sagt weiter, es war in Surat An-Nahl, die Biene, die 16. Sure, سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. Abwenden will ich meine Zeichen, spricht Allah sinngemäß, abwenden will ich meine Zeichen von denjenigen, die sich hochmütig auf Erden verhalten. Das heißt, die Zeichen, sie sind da, aber sie werden abgewendet. Jemand, der stark hochmütig ist, er kann diese Zeichen nicht sehen. Er kann so zur göttlichen Wahrheit nicht finden. Warum? Weil Hochmut dies blockiert, liebe Geschwister. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, und das ist so das, was bei uns in unserer Gesellschaft so Alltag ist. Ja, wir reden vom Boss, ja, wir reden vom Babo, ja, vom Chef, vom Don und so weiter. Ja, und manche haben auch solche Spitznamen, ja. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der es liebt, dass andere für ihn aufstehen, ja, wenn er den Raum betritt, ja, und das sind so diese Macho-Fantasien, ja, und wenn ich dann komme, ja, dann oh, alle kommen zu mir und so und alle haben Angst und dies und jenes. Was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über eine solche Person? Diese Person soll ihren Platz im Höllenfeuer einnehmen. Warum? Weil Hochmut eine so gefährliche Eigenschaft ist, weil sie dazu führt, die Rechte anderer zu berauben. Weil sie dazu führt, dass die Zeichen Allahs von einem abgewendet werden. Weil sie dazu führt, liebe Geschwister, dass eine Person sich absolut respektlos gegenüber Heiligem verhält. Ja? Gegenüber Grundmoral, also gegenüber Dingen, die in einer Gesellschaft vollkommen verankert sind, als so soll das sein und das sollte man eigentlich nicht antasten. Und ich wünsche ihm vom Herzen, liebe Geschwister, einen Wandel. Allah Ta'ala möge sein Herz öffnen, beziehungsweise er möge sein Herz für Allah Ta'ala öffnen. Und das ist also jetzt nicht, dass man mich falsch versteht, aber er verkörpert etwas, er personifiziert etwas, was in unserer Zeit, in unserem Zeitalter sehr stark verbreitet ist und auch sehr viel mit uns zu tun hat. Ja? Weil wir als Menschen, wir sind beeinflusst von der Gesellschaft, die um uns herum ist, wie wir gleich näher feststellen werden. Zum einen, liebe Geschwister, hält Allah Ta'ala im Koran eine Warnung fest. Er sagte,
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sprich, nicht gleich sind das Üble, ja, das Schmutzige und das Gute, das Reine. Und sei es, dass die Masse des Schmutzigen dich beeindruckt. Und sei es, dass der Schmutz dich aufgrund seiner Masse beeindruckt. Ja? Auf dem Cover vom Sports Illustrated, hier ein, zwei Titel in der Hand haltend, 6 Millionen Likes auf seiner Page und, und. Ja, das ist nicht nur Schmutz, wenn wir vom Moralischen jetzt ausgehen. Wir gönnen jedem seinen weltlichen Erfolg. Ja, daran kein Zweifel. Möge jeder ein Millionär sein, kein Problem. Ja? Aber diese geballte Unmoral, diese geballte Sündhaftigkeit, diese geballte Respektlosigkeit, Hochmut, das kann eine Person beeindrucken. Und deswegen warnt Allah Ta'ala uns davor, dass wir uns davor beeindrucken lassen. Klasse zählt, nicht Masse. Und wen warnt dann Allah Ta'ala? Er sagt, so habt Ehrfurcht vor Allah, o Leute der Einsicht. Habt Ehrfurcht vor Allah, o Leute der Einsicht, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Das heißt, wir sollen nicht denken, dass diese Botschaften für diejenigen sind, die neu den Islam angenommen haben oder nicht so religiös sind oder nicht so viel Wissen haben, sondern Allah Ta'ala, er spricht davon, dass das jemanden beeindrucken kann, und wen warnt er dann? Leute der Einsicht. Ja, habt Ehrfurcht vor Allah, auf dass ihr erfolgreich sein möget. Ja, keiner von uns soll gerade den Fehler nicht machen, den man heute nicht machen darf, aufgrund der Ansprache, ja, dass man sagt, ja, mich betrifft diese Qur'an nicht, mich betreffen diese Hadithe nicht, mich betreffen diese Qur'an-Verse nicht. Und subhanallah, allein, dass man mit etwas in Berührung kommt, liebe Geschwister, vermag einen schon beeinflussen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, innama mathalul jalisi as-salihi wal jalisi as-su'i kahamilil miski wa nafikhil kir. Das Gleichnis dessen, mit dem man sich hinsetzt, ja, Jalis kommt von Jalasa, man sitzt zusammen, ja, von einer guten Gesellschaft. Hier geht es nicht um Freundschaft, liebe Geschwister. Hier geht es nicht um enge Beziehung, sondern das Gleichnis dessen, mit dem du dich hinsetzt und der gut ist. Und das Gleichnis dessen, mit dem du dich hinsetzt und der übel ist, ist wie jemand, der Parfüm verkauft, ja, auf der einen Seite, und wie ein Schmied auf der anderen Seite. Derjenige, der Parfüm verkauft, entweder wird es dir verkaufen oder du kriegst eine Probe, ja, und selbst wenn nicht, ja, man hat sich ein bisschen berührt, umarmt, man war am selben Platz gewesen. Man verlässt ihn und der Duft ist immer noch bei einem vom Parfüm. Und umgekehrt der Schmied, der Prophet warnte, sallallahu alaihi wasallam, selbst entweder fängt das eigene Gewand Feuer, nur durch die Nähe, man war nur in der Nähe. Und selbst wenn das nicht passiert, so bleibt ein Geruch bei dir dran. Haben wir jetzt die Stimme von unseren Eltern im Kopf? Als sie sagten, verbring nicht mit dem und dem Zeit, mit der und der Zeit. Ja, warum, Mama, Papa? Ja, weil die haben diese und jene schlechte Eigenschaft. Ja, aber das werde ich nicht annehmen. Wir alle sagen, unser Gewand wird nicht Feuer fangen, wir passen auf. Aber dennoch, selbst wenn das nicht passiert, liebe Geschwister, der Geruch von dieser üblen Person bleibt bei einem. Ja, ein gewisser Effekt, den kriegt man nicht weg. Liebe Geschwister, was bringt uns da raus? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, als er wieder einmal gefragt wurde, wann ist die Stunde? Ja, viele von uns fragen, wann ist die Stunde? Und man beschäftigt sich damit. Alhamdulillah, das ist gut erstmal. Ja? Aber manche übertreiben. Manche vernachlässigen andere Dinge anstelle dessen. Und wieder einmal kam diese Frage, O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, wann ist die Stunde? Matas-sa'ah. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sah diese Person und wusste, dass es Wichtigeres gibt für sie. Und er fragte sie, wa ma da a'adatta laha? Was hast du dafür vorbereitet?
Was hast du für den Tag des Gerichts vorbereitet? Die Person überlegte. Aber jetzt geht es ans Praktische, nicht ans Theoretische. Und die Person sagte: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Die Person überlegte und sagte: Ganz ehrlich, sagte sie, ich habe nichts vorbereitet. Aber ich liebe Allah und ich liebe seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das ist eine ehrliche Antwort gewesen. Wenn wir uns überlegen, ja, das ist unsere Antwort eigentlich. Die Person hat das wahrscheinlich aus Gottes Ehrfurcht so gesagt. Warum? Weil die Gottes Ehrfurcht einen dazu führt, das eigene Gute ganz klein zu sehen und das eigene Schlechte riesengroß. Versteht ihr? Das ist der Effekt von Gottes Furcht. Deswegen überlegt die Person, und wenn wir sie betrachten würden, würden wir sagen, Subhanallah, wir würden sie vielleicht verwechseln mit einem Propheten. Aber sie selbst sieht sich klein und sagt, oh Gesandter Allah, ich habe nichts gemacht. Aber ich liebe Allah und ich liebe seinen Gesandten. Das konnte er nicht leugnen. Die Liebe in seinem Herzen. Und jetzt, liebe Geschwister, dieses Wort vom Propheten Muhammad, nehmen wir entweder mit als schlimme Warnung für uns oder aber als frohe Botschaft. Jeder soll sein eigenes Herz befragen, wie diese Worte auf ihn wirken. Anta ma'a man ahbabt. Du bist mit denjenigen, die du geliebt hast. Im Jenseits bist du mit denjenigen zusammen, die du geliebt hast. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat lange, lange Rasterhaare gehabt. Lange, lange Rasterhaare gehabt. Und für eine lange Zeit, über Jahre. Und er hat mehrere gelehrten Meinungen gehört, komm, mach das weg, so und so und so und so. Und er sagte mir persönlich, er sagte, das hat mir alles nichts gebracht, das, was die Gelehrten zu mir gesagt haben. Aber als ich eines Tages diesen Hadith hörte, dann habe ich mir meine Rastas wegrasiert. Ja? Weil er in seinem Herzen Liebe für diese ganze Rasterbewegung und alles, was damit zusammenhängt, ja, diejenigen, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Diejenigen, die nicht Bescheid wissen, sollen nicht danach fragen. Weil er eine Liebe dafür verspürt hat. Und er sagt, oh, ich mag die zwar hier in dieser Welt, diese ganze Bewegung und alles, was damit zusammenhängt, aber am Tag des Gerichts will ich mit denen nichts zu tun haben. Also fragen wir uns, wo ist unsere Liebe? Als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, dass 45 meiner Facebook-Freunde Conor McGregor geliked haben. Schwierig, ja? Wo ist dein Herz? Für wen schlägt dein Herz? Wen liebst du? Manchmal müssen wir uns anstrengen, liebe Geschwister, gute Menschen zu lieben. Manchmal ist das nicht so in uns drin, aufgrund von Erziehung und ja, Umwelt und vielleicht auch natürlich eigenes Zutun, ganz viel. Und weil diese Anstrengung eine so gewaltige ist, deswegen gibt es dafür auch eine solch große Belohnung. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala sagt am Tage des Gerichts, und das ist in Bukhari, in Muslim, festgehalten. Der vorherige Hadith, der ist auch sahih, auch in Sahih Muslim. Entschuldigung, ich habe die Quelle jetzt nicht aufgeschrieben, aber es sind alles Sahih-Hadithe hier aus den klassischen Quellen. Dieser Hadith ist nun in Muslim festgehalten, dass Allah Ta'ala am Tag des Gerichts spricht. Inna Allaha yaqulu yawma al-qiyamati aina al-mutahabbuna bi jalali. Allah Ta'ala spricht, Einal mutahabuna bijalali. Wo sind diejenigen, die sich um meiner Erhabenheit willen geliebt haben? Das ist eine Anstrengung. Weil was bekommen sie? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. An diesem Tag gebe ich ihnen von meinem Schatten, an dem Tag, wo es ansonsten keinen Schatten außer dem meinigen gibt. An dem Tag, wo die Sonne so nahe kommt, wie, liebe Geschwister, wie ein Streichholz. Wie ein Hölzchen, ja, mit dem man sich die Augen mit Kohol behandelt. Ja, wie der Prophet das sagte, sallallahu alaihi wasallam. Da kann man umgangssprachlich sagen, wie ein Streichholz, dass man das versteht. Ja? Der Hadith sagt etwas anderes, aber dass man weiß, was das bedeutet, wie die Länge eines Streichholzes. So nahe kommt die Sonne, liebe Geschwister. Leute werden in ihrem Schweiß untergehen, wenn ihre Sünden so weit reichen. Und an diesem Tag, liebe Geschwister, bekommen diejenigen einen Schatten, die sich angestrengt haben, andere Menschen, die Allah liebt, zu lieben.
Und ein weiterer Hadith, liebe Geschwister, der entweder eine Warnung sein kann oder aber eine frohe Botschaft. Der Prophet sagte: Ar-Rajul 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Eine Person ist auf der Religion oder ist so religiös wie sein Khalil, wie sein guter, enger, bester Freund. Ja, das Wort, ja, also dieser Stamm Khalala, ja, das bedeutet durch, kämmen, inmitten einer Sache sein, ja, mit einer Sache verwoben sein, ja. Das heißt, wenn man mit jemandem eng befreundet ist, sagte der Prophet Muhammad, ist das der Spiegel der eigenen Religiosität. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Liebe Geschwister, Familie zu führen, zu haben, ist nicht immer leicht. Und Teil einer Gemeinde zu sein, ist auch nicht immer leicht. Und mit unseren Glaubensgeschwistern, liebe Geschwister, ist es so wie mit unseren leiblichen Geschwistern. Wir können sie uns nicht aussuchen. Und wenn manchmal Konflikte da sind, meinen wir, weglaufen zu können. Oder meinen wir, diese bestehen lassen zu können. Oder wir meinen, klarzukommen, während ein großer Konflikt unter uns herrscht. In der Familie oder, wie gesagt, im Freundeskreis oder in der Gemeinde. Und der Prophet sagte allerdings, sallallahu alaihi wasallam, dass der Hadith ist auch authentisch, ein bekannter Hadith in Muslim, festgehalten, dass jeweils montags und donnerstags die Tore des Paradieses geöffnet werden und all denjenigen, die Allah Ta'ala anerkennen und ihm nichts zur Seite stellen, Vergebung bekommen. Aber, liebe Geschwister, eine Gruppe von Menschen, ja, wird zurückgestellt. Ihr Fall wird zurückgestellt. Ja? Die Akte bleibt draußen und wird weiterhin bearbeitet. Und der Prophet beschrieb sie, sallallahu alaihi wasallam, das sind diejenigen, ja, die in einem Konflikt sind und den noch zu klären haben. Ja, und die Engel sagen zu dieser Person dann: Unzuru hadaini hatta yastaliha. Lasst sie warten, bis sie sich miteinander versöhnen oder bis sie versuchen, sich miteinander zu versöhnen. Bis wenigstens diese Anstrengung da ist. Ja, das heißt, mag sein, dass wir gestern hätten Vergebung bekommen können. Gestern war Donnerstag, ja, oder am Montag Vergebung bekommen können. Aber weil da noch etwas offen ist, wird das zurückgehalten, diese große Gabe von Allah Ta'ala. Ein weiterer Hadith, liebe Geschwister, der uns warnt, die Dinge anschwellen zu lassen. Weil der Prophet sagte eigentlich, sallallahu alaihi wasallam, dass das Maximum, dass man sich so aus dem Weg geht im Freundeskreis, beträgt 3 Tage. Manchmal braucht man Ruhe von jemandem, okay. 3 Tage, aber Maximum. Ja? Und was passiert, wenn das bis zu einem Jahr andauert? Ja? Also man nicht nur 3 Tage, sondern darüber hinaus. Und bis man das Jahr erreicht hat, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Abu Dawud, ein Sahih Hadith: Man hajara akhahu sanatan fahuwa kasafki dami. Wer seinen Bruder, ja, und das ist auch der Glaubensbruder, Glaubensschwester, 1 Jahr lang meidet, verlässt, so ist es, als hätte er sein Blut vergossen. So ist es, als hätte er sein Blut vergossen. Subhanallah. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Soll ich euch nicht davon berichten, was besser als die Stufe des Fastenden ist und des Betenden und der Spende? Ja, so hier redet es um Fasten, Beten und Spenden. 3 unserer Säulen. Was noch besser ist als dies? Ja? Natürlich waren die Sahabis neugierig und er sagte es: Sulahu dhatil bain, dass man Frieden untereinander bringt.
dass man die Beziehungen wieder versöhnt. Und er sprach weiter: فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَ. Denn wahrlich, dass die Beziehungen kaputt gehen, in der Familie, in der Gemeinde, das ist der Rasierer. Das ist der Rasierer. Und eine weitere Überlieferung, die auch authentisch ist: لَا أَقُولُ تَحْلِقُ شَعْرًا. Der Prophet sagt, und ich sage nicht, dass es das Haar rasiert, sondern er sagte, وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. Dass die Beziehungen in der Umma kaputt gehen, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das rasiert die Religion von einem, die Religiosität. Schneiden wäre ja noch vertragbarer gewesen, weil dann bleibt wenigstens etwas übrig. Aber der Rasierer, liebe Geschwister, lässt nichts übrig. Das ist eine große Warnung für uns. Wo fangen wir an, liebe Geschwister? In unserem Herzen. Wir nehmen die Liebe raus gegenüber all denjenigen, die sie nicht verdienen, gemäß dem Maßstab von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir versuchen, sie aufzubauen. Und ja, es ist schwer, ein Wort zu sprechen, der Versöhnung, oder eine Geste, ein Geschenk überreichen, zum Essen einladen, etc. Oder die Einladung annehmen. Manchmal noch schwieriger als jemanden zum Essen einladen, ist manchmal die Einladung anzunehmen, stimmt's? Wenn man so mit Großzügigkeit aufgewachsen ist. Aber fangen wir im Herzen an, und es gibt ein wunderschönes Mittel. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam in einem Hassan-Hadith gemäß Al-Bukhari: Inna ruhal mu'minaini la yaltaqiyani fi masirati yawm. Wahrlich, die Seelen von zwei Gläubigen, sie treffen sich im Laufe des Tages. Sie treffen sich im Laufe des Tages. Heißt das, dass man sich immer sehen muss? Er sagte: وَمَا رَأَ أَحَدُهُمَا صَاحِبًا. Und der andere, und einer hat den anderen nicht gesehen. Sie sehen einander nicht, aber trotzdem treffen sich die Seelen. Trotzdem treffen sich die Seelen. Mit Gedanken fängt es an. Man denkt an eine Person, man denkt an den Konflikt. Man vergibt der Person, man stellt sich vor, wie es ist, wenn man sie das nächste Mal sieht. Man stellt sich vor, was man alles tun kann, um die Beziehung zu verbessern. Man spricht ein Bittgebet. Oh Allah, öffne sein Herz. Oh Allah, gib ihm Baraka. Oh Allah, verheirate ihn. Ja? Wacht auf, liebe Geschwister. Ja? Noch ein bisschen Anstrengung, noch 2-3 Minuten. So trifft man sich, weil man die Person im eigenen Herzen sieht und Bittgebete spricht. So fängt es an, inshallah, dass unsere Umma wieder stärker wird. Allahumma amin. Ja Allah, ja Aziz, ja Rahman, ja Rahim. Bitte vergib uns unsere Sünden. Bitte reinige unsere Herzen. O Allah, von Selbstgefälligkeit und Hochmut und Überheblichkeit und allen Seelenkrankheiten. Bitte lass uns unser Gebet lieben, in der richtigen Zeit, aus Sehnsucht heraus verrichten. Und vergib auch unseren Eltern und unseren Glaubensgeschwistern insgesamt. Bitte lass uns ein Licht sein auf deinem Weg. Recht leite durch uns, O Allah. O Allah, bitte befreie die Kriegsgefangenen. Bitte schenke den Vertriebenen ihre Heimat wieder. Bitte schenke uns Muslimen Selbstbestimmung, O Allah. Auch dass wir dir allein dienen dürfen, O Allah. O Allah, bitte heile die Kranken. Bitte verheirate die Unverheirateten. Bitte schenke den Kinderlosen Kinder, O Allah. Bitte beschütze unsere Kinder, bitte beschütze unsere Umma insgesamt, O Allah. Bitte wende die harten Prüfungen von uns ab, O Allah. Schenk uns Erleichterung. Lass uns zurückkehren zum Dien, O Allah, durch eine schöne Rückkehr. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.